Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über das Projekt UFO. Mein Name ist Nicole Lüdke und es geht heute nicht um unbekannte Flugobjekte, sondern um unbemannte Flugsysteme als Optimierungswerkzeuge. Und das ist ein Projekt, was vom 1.11.2020 bis zum 30.04.2021 lief und das ich als Projektleiterin betreut habe und Ihnen jetzt vielleicht auch schon ein bisschen bekannt vorkommt, weil nämlich der Flyer von unserem Projekt ein Teil des Programms war. Gut, kurzer Überblick über den Ablauf meiner Präsentation. Ich werde kurz die Zielsetzung vorstellen, dann den Ablauf des Projektes, die Ergebnisse präsentieren und dann noch unsere Vision für die Zukunft vorstellen. Und wenn noch ein bisschen Zeit und Interesse dann da ist, können wir gerne noch ein wenig uns austauschen. Gut, zur Zielsetzung des Projektes. Ich möchte erstmal an der Stelle kurz die Partner des Projektes vorstellen. Das Projekt UFO wurde gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Landes Brandenburgs, des Europäischen Sozialfonds und der Fördermittelgeber war die ILB, also die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Bin ich zu leise? Okay. Und UFO konnte dann auch schon vor dem Projektstart als auch während des Projektstartes zahlreiche Partner gewinnen. Hier ist dann noch die Titus Research GmbH als Innovationstechnologie und Testzentrum für unbemannte Systeme zu nennen. Oder auch die AOG Kiel aus dem norddeutschen Bereich, zu deren wesentlichen Aufgaben die professionelle Unterstützung im Bereich des HSE-Managements gehört, also Environmental Safety und Health Services für Windenergieanlagen im On- und Offshore-Bereich. Die Akademie der Ingenieure als Weiterbildungsplattform im Baubereich, die WBS Training als eine der größten deutschen Weiterbildungsplattformen. Dann hatten wir die IHK Cottbus mit dabei und auf internationaler Ebene dann noch die UAS Dänemark als Testcenter und das UAVO Polen, also das Zentrum, Ausbildungszentrum Forstwirtschaft Polen. Ja, was macht UFO so besonders? Wo ist die Abgrenzung des Projektes UFO? Der Status quo in der Drohnenausbildung ist zurzeit in Deutschland folgender. Die Fernpiloten absolvieren eine Theorieprüfung mit allgemeinen Fragen als Multiple-Choice-Test zum Betrieb dann von Drohnen. Und das Bestehen dieser Prüfung ist dann die Grundlage für die Erlangung der Betriebserlaubnis und für den nutzbringenden Einsatz der Flugsysteme. Allerdings ist diese Schulung in keinster Weise auf den späteren Realbetrieb ausgelegt oder auf konkrete Missionen, wie beispielsweise die Überfliegung von Stromtrassen, die Überwachung von Herden oder auch die Bauvermessung. Also hier sieht man schon, dass es eine recht große Bandbreite hier gibt an Einsatzmöglichkeiten, aber eben die Ausbildung hier gar nicht Schritt fassen kann. Und genau hier an dieser Stelle setzt dann das Projekt UFO an, denn hier möchte COPAS im Rahmen dieses Projektes dann eben Anwendungsmissions- sowie insbesondere praxisorientierte Fort- und Weiterbildungsmodule entwickeln, entwickeln für verschiedenste Branchen. Somit sollen die Anwender dann bestmöglich darauf vorbereitet werden, in späteren Einsatzszenarien die Drohnen ziel- und missionsgerichtet einsetzen zu können. Dafür haben wir uns auch insbesondere mit neuen Technologien wie AR, VR und Simulation beschäftigt und wie diese halt in den Ausbildungsansatz sinnvoll integriert werden können. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir Fachkräfte und Unternehmen durch abgestimmte Qualifizierungsmaßnahmen in die Lage versetzen wollen, unbemannte Flugsysteme effizient im Rahmen ihrer Tätigkeiten einzusetzen und die von ihnen erfassten Daten in die Geschäftsprozesse zu integrieren, um damit dann den Anforderungen eines neuen digitalen Arbeitsmarktes entsprechen zu können. In diesem Zusammenhang haben wir dann auch eine enge Zusammenarbeit angestrebt mit den jeweiligen Experten, die sinnvoll integriert werden müssen, sei es das ganze Thema der Drohne, also Drohnenbetrieb, Drohnenfliegen, Auswertung der Daten, aber auch eben andere Aspekte wie Simulation, Virtual Reality und so weiter. Und hier ist eben angestrebt, dass man sich mit den Experten eng austauschen kann und da immer entsprechend Feedback hat, um auch diese Themenbereiche abzuklären können. Dann ging es auch darum, für spätere weiterentwickelte Systeme ein Schulungskonzept zu erstellen. Auf allgemeiner Ebene sind wir auch wieder mit dem Schwerpunkt auf VR, AR oder Simulation. Und somit kann man also zusammenfassend sagen, dass am Ende dieses Projektes dann ein Konzept erstellt werden sollte für eine zielgruppenorientierte Fort- und Weiterbildungsmaßnahme,
die dann Fachkräfte eben systematisch in die Lage versetzen sollte, unbemannte Flugsysteme zur Datengewinnung und im Umgang mit Softwareanwendungen zur Auswertung prozessrelevanter Daten zu qualifizieren. Also hier haben wir sozusagen die ganze Bandbreite abgedeckt. Das geht nicht nur um die reine Flugausbildung, sondern auch alle Aspekte im Bereich des Drohnenbetriebs sollten hier erfasst werden. Sei es eben das Fliegerische, wie man die Mission vorbereitet, wie man sie abfliegt sicher, als auch am Ende, wie kann man die Daten auswerten und wie kann man sie dann auch sinnvoll in Unternehmensprozesse integrieren. Kurz zu Ablauf, Entwicklung und Maßnahmen, die wir in unserem Projekt unternommen haben. Wir haben zunächst einen standardisierten offenen Fragebogen entwickelt in Deutsch und Englisch, mit dessen Hilfe wir die Unternehmen befragen wollten, und zwar zum eingangs erwähnten Status quo in der Drohnenausbildung, aber natürlich auch um den aktuellen Bedarf an Drohnentechnologien, also welche Technologien, welche Sensoren, welche Instrumente werden gebraucht, das wollten wir erfassen. Was sind die relevanten Zielgruppen, also welche Zielgruppen oder für welche Zielgruppen ist der Drohneneinsatz sinnvoll und relevant? Welche Datenauswertungstechniken für die verschiedenen Sensoren und Technologien ist sinnvoll, welche Notwendigkeiten, Bedürfnisse, Probleme und so weiter bestehen. Das wollten wir alles abfragen und natürlich auch den Stand der aktuellen Ausbildungssituation erfassen. Danach stand dann die Auswahl für die Umsetzung des Projektziels in Frage kommenden Unternehmen an. Da haben wir dann eben zum einen natürlich eng mit den eingangs schon genannten Partnern zusammengearbeitet, als auch eben zahlreiche neuen Unternehmen kontaktiert. Und da ist in einigen von Ihnen vielleicht auch mein Name bekannt, als wir uns dann telefonisch über das Thema ausgetauscht haben. Und den größten Zeitraum nahmen dann im Projekt auch entsprechend natürlich die Daten- und Informationserhebungsphase ein. Das war dann eben in der Regel ein telefonisches Interview oder ein Interview per GoToMeeting, was leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht anders möglich war. Wir wollten eigentlich gerne einen persönlichen Austausch mit vielen unserer Partner, aber das mussten wir eben sehr beschränken oder ausfallen lassen. Im April, den letzten Monat des Projektes, haben wir uns dann mit der Datenauswertung und einer dafür geeigneten Strategie befasst. Wir haben den Internetauftritt des Projektes verbessert, den können Sie unter der COPAS-Webseite finden. Und wir freuen uns auch ganz besonders darüber, dass die ILB unser Projekt ausgewählt hat als besonders interessant und innovativ und es deshalb für einen Monat, und zwar genau jetzt im Juni, ganz prominent auf der ILB Microsite präsentiert. Ferner haben wir eine gedruckte Broschüre über das Projekt erstellt. Hier mal eine kurze Ansicht, und das ist jetzt genau die hier aussieht. Damit wollten wir zum einen interessierte Unternehmen nochmal informieren, aber auch eben eine Möglichkeit schaffen, der interessierten Öffentlichkeit sich diesem Thema zu öffnen, weil einfach auch noch vielen gar nicht bewusst ist, dass das Thema oder welche Einsatzmöglichkeiten Drohnen überhaupt bieten. Zum Ende hin unserer Projektlaufzeit haben wir dann noch verschiedene Verbände kontaktiert, die in Frage kommen und von denen wir uns erhofft haben, dass sie uns noch sinnvolle Informationen geben können, haben uns da auf dem regionalen Level bewegt, um das Thema nochmal auch hier regional besser zu verankern. Wir haben die statistische Auswertung vorgenommen. Frau Dr. Eisenberg hat nochmal einen Vortrag bei der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft in der Untergruppe Industriesicherheit gehalten, und zwar zum Thema der Drohnenanwendung als auch zu den Schulungsmöglichkeiten. Doch hier hat sich herausgestellt, dass das Thema zwar bekannt war und das Interesse entsprechend groß ist, aber eben da noch viel getan werden muss, um das Thema sozusagen mehr in die Basis zu bringen. Und auch hier gab es dann aber auch großes Interesse an Kooperation und Zusammenarbeit. Es wurde noch ein Abschlussworkshop durchgeführt und am Ende natürlich, was auch eben die Zielsetzung des Projektes war, ein Konzept erstellt für ziel- und fachgruppenorientierte Fort- und Weiterbildung. Am Ende steht dann wie immer das etwas nicht so spannende Thema, die Anfertigung eines Sachberichtes bzw. Konzepts, und viel schöner dann die langsame Planung eines Nachfolgeprojektes. Nochmal kurz zusammengefasst, dass Sie wissen, wen wir alles so befragt haben, aus welchen Segmenten kamen denn die Informationen, die wir jetzt gesammelt haben für unser Projekt und eben die Gestaltung von Fort- und Weiterbildung. Wir haben eben Fort- und Weiterbildungsplattformen kontaktiert, beispielsweise allgemein ausgerichtete, wie eingangs erwähnt, die WBS Training, aber eben auch im Bau angesiedelte Plattformen, IAK und HWK haben wir kontaktiert und interviewt, aber auch F&E-Einrichtungen wie beispielsweise Universitäten. Wir haben uns mit verschiedenen Schulungsanbietern auseinandergesetzt, die als Trainings- oder Testzentren fungieren, und auch mit Drohnenakademien.
Wir haben die Drohnenindustrie kontaktiert und haben dort von Drohnenentwickler bis Drohnenhersteller Informationen erhalten. Und der wichtigste Bereich war natürlich der Bereich der professionellen Drohnennutzer, also die, die sozusagen tagtäglich Drohnen professionell einsetzen in ihrer Arbeit. Da waren dann die Bereiche Fotografie, Fotogrammetrie vertreten, Windenergieanlagen, das Bauwesen bzw. Ingenieurbüros. Lageerkundung war ein Thema, Inspektion und Vermessung, dann Search and Rescue sowie BOS, also Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Land- und Forstwirtschaft oder auch Unternehmen aus dem Bergbau. Dann haben wir auch zwei Bereiche mit Datenauswertung und Aufbereitung, wo es um Softwareentwickler und Videoauswertesystemmöglichkeiten ging. Und wie gesagt, zum Schluss noch ein paar Verbände kontaktiert. Und das waren dann unter anderem beispielhaft jetzt mal, dass man auch nochmal diese Bandbreite sieht, wo es Möglichkeiten des Einsatzes gibt. Der Landesbauernverband Brandenburgs, der Landesforstbetrieb Brandenburgs, die DLRG. Der Verband der Luftfahrtsachverständigen, der Verband Verkehr und Logistik oder auch der Verband der Immobilienverwalter. Ja, jetzt der spannende Teil. Was sind die Ergebnisse unseres Projektes? Die eigentliche Befragung haben wir, wie gesagt, eigentlich mit einem qualitativen, also mit einem offenen Fragebogen durchgeführt, da wir eben ein starkes Interesse hatten an aussagekräftigen und sehr breit gestreuten Informationen. Aber zum Ende hin haben wir dann natürlich zur Auswertung das Ganze in einen statistisch auswertbaren quantitativen Fragebogen teils überführt, um eben auch ein paar Hard Facts, ein paar Zahlen, die vorhin schon als wesentlich für jede Präsentation erwähnt wurden. Und 93% der Befragten gaben an, dass sie mit der Thematik UAV, UAS bzw. Drohnen vertraut sind. Allerdings im Bereich VR, AR und Simulation waren es dann nur circa 40%. 85% der Befragten konnten für sich Berührungspunkte mit den Zielsetzungen für UFO erkennen. Und ganz wichtig für uns, der zukünftige Bedarf an spezialisierten Fachkräften im Umgang mit unbemannten Flugsystemen in allen Bereichen, sei es Steuerung, Pilotierung, Bodenkontrolle, Auswertung, Anwendung und so weiter, schätzten 22% als sehr hoch, 59% als hoch ein, lediglich 11 und 7% als mäßig oder gering. Also hier sieht man durchaus, dass es zum einen ein steigendes Interesse an diesem Thema gibt, aber eben auch eine steigende Notwendigkeit, angepasste Schulungsmodule in diesem Bereich zu erstellen. Die Integration von VR, AR und Simulation in Schulungsmodulen erachteten nur 15% als notwendig, also genau der Punkt, der uns eigentlich besonders wichtig war. Hier muss man aber sagen, dass die Zahl erstmal so ein bisschen erschreckend wird, man das aber auch wieder so ein bisschen relativieren kann, weil das große Problem ist, dass einfach viele mit dieser Technik noch nicht vertraut sind. Das Interesse besteht, aber es fehlt einfach noch die Vertrautheit mit dem Thema. Das werde ich noch mal kurz erläutern. 33% beziehungsweise 30% fanden es dann wichtig, dass man in Schulungsmodulen Lehrpläne integriert, also dass es wirklich einen fest strukturierten Ablauf gibt und auch webbasiertes Lernen. Also gerade jetzt die Corona-Pandemie hat es uns gezeigt, dass man auch unabhängig von Zeit und Ort sein kann und muss, eben dass man auch über Internetplattformen oder Bildungsmöglichkeiten eben auch da Austausch schafft. Was natürlich nur begrenzt möglich ist, spätestens wenn es ans Fliegen geht, muss man dann doch vor Ort sein. Nochmal ein kurzer Überblick über die Zielgruppen, die wir anhand unserer Befragungen identifiziert haben und mit denen wir an das wir unser Fort- und Weiterbildungsangebot adressieren können. Ein Großteil der Befragten sah das größte Potenzial im Bereich der Vermessung oder Planung und Vermessung. Grund ist dafür auch, dass hier bereits Drohnen sehr viel eingesetzt und genutzt werden. Ebenfalls häufig genannt wurden Land- und Forstwirtschaft, wo Drohnen in den letzten Jahren auch sehr viel übernehmen, von Rehkitzrettung bis Schädlingsbekämpfung oder ähnliches beispielsweise in der Forstwirtschaft. Auch die BOS und Bauwesen waren stark vertreten. Etwas weniger genannt, aber doch noch deutlich war auch die Sicherheitsbranche, die Energiebranche, der Katastrophenschutz, der Bereich Film und Fotografie und die Logistik sowie die Chemiebranche und auch Denkmal- und Gebäudemanagement. In dem Bereich Sonstiges haben wir jetzt Firmen zusammengefasst, die jetzt nicht so richtig zu irgendwas passten, beispielsweise Windkraftanlagen, Befliegung von Strom- oder Leitungstrassen, Inspektion von Industrieanlagen oder auch Bergbau. Wir haben also zusammenfassend festgestellt, dass es durchaus einen sehr hohen und auch wachsenden Bedarf an Fernsteuern gibt.
Und die Befragung der Partner hat gezeigt, dass es auch eben ein ebenso großes Interesse daran gibt, fachspezifische, praxisnahe Ausbildungs- und Trainingsinhalte zur Verfügung zu stellen. Die Integration von VR und AR sowie Simulationswerkzeugen bietet auch ein sehr großes Potenzial, vor allen Dingen mit voranschreitender, besserer Technik und Technologie in diesem Bereich. Allerdings gibt es immer noch Einschränkungen in der technischen Umsetzung als auch im Interesse daran. Aufgaben, die Drohnen übernehmen können, dem auch, was ich gerade schon mal grafisch dargestellt habe, sind eben die Bereiche Vermessung, Messung, Inspektion, Prüfung, Wartung, Überwachung, Datenerfassung, Thermografie, Raum- und Luftfahrtprozesse, Landwirtschaft, Fernerkundung und so weiter. Und wie gesagt, das größte Potenzial sahen die meisten Befragten im Bereich der Vermessung. Ja, wie kann denn jetzt dann so ein Schulungskonzept für Fort- und Weiterbildung aussehen? Genau darüber haben wir uns dann aufgrund der genannten Ergebnisse Gedanken gemacht und sind zum Schluss gekommen. Wünschenswert und auch verlangt von unseren Befragten ist eigentlich eine Schulung mit sehr viel mehr Praxisbezug, als es bis jetzt der Fall ist. Also weniger reines Bücherwissen, sondern wirklich praktisch tätig werden. Wünschenswert ist dann hierbei, dass es ein allgemeines Basismodul gibt, in dem halt rechtliche, flugspezifische und technische Aspekte erläutert und vorgestellt werden und dann aufbauend auf diesen Basismodulen dann anwendungs- und missionsspezifische Spezialisierungsmodule angeboten werden, die dann eben auf ganz spezielle Missionsszenarien und deren praktische Umsetzung ausgerichtet sind. Und auch da haben wir dann natürlich eine sehr große Bandbreite, das habe ich auch eingangs erwähnt oder auch immer wieder zwischendurch gezeigt, dass einfach Drohnen an sehr vielen verschiedenen Stellen eingesetzt werden können und zu sehr vielen verschiedenen Zwecken. Dennoch macht es natürlich keinen Sinn, einen zu hohen Spezialisierungsgrad in der Ausbildung anzustreben, gerade aufgrund von Aufwand, Wirtschaftlichkeit und Nachfrage. Die Idee ist also hier, dass man im Prinzip Schnittmengen schafft zwischen den verschiedenen Szenarien und daraus dann eben Spezialisierungsmodule nicht für bestimmte Anwender, sondern bestimmte Anwendergruppen zu schaffen. Das heißt, dass man beispielsweise Anwender aus verschiedenen Industriezweigen in ein und dasselbe Spezialisierungsmodul zusammenfasst. Beispielsweise Rehkitzrettung, das wäre jetzt aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft, könnte man zusammen mit der Personensuche kombinieren, beispielsweise im Bereich BOS und dieses Spezialisierungsmodul dann als Objektlokalisierungsmodul nennen. Der eine sucht mehr nach Tieren, der andere vielleicht mehr Personen, aber letztendlich geht es um die Objektlokalisierung. Simulation und VR spielen eine zentrale Rolle für den effektiven und effizienten Einsatz von Drohnen im praktischen Betrieb. Die Ansichten und Prioritäten divergieren hier jedoch sehr stark. Das habe ich auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Generell kann man sagen, dass Simulation ein praxisnahes Training erlaubt in einer risikofreien Umgebung. Virtual Reality unterstützt den operativen Drohnenbetrieb als auch die postoperative Datenauswertung. Und beide Techniken werden bis jetzt auch eingesetzt, aber eben noch nicht so verbreitet. AR ist dagegen bisher kaum verbreitet oder wird kaum genutzt. War auch vielen erstmal gar kein Begriff, wie man das mit den Drohnen oder Drohnenausbildung zusammenkriegen kann. Sinnvoll ist es aber auch durchaus, wenn man daran denkt, dass sie beispielsweise im operativen Einsatz die Übertragung der Daten per Videobrille ermöglichen können oder auch eine Informationsprojektion, zu dem postoperativ möglich ist. Wir sind also zu dem Schluss gekommen, dass, was wir nicht erwartet haben, der Bedarf in diesem Bereich hinter unseren Erwartungen lag und ein Großteil der Befragten zurzeit weder VR noch AR einsetzt, als auch Simulation, was zum einen eben in einem fehlenden Interesse begründet liegt, aber auch, weil deren Sinnhaftigkeit oft noch bezweifelt wird oder auch der Verständnis und Zugang zu diesen Techniken noch fehlen. Das kann sich aber allein aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung auch relativ schnell ändern. Stichwort wäre hier zum Beispiel Digital Natives. Desto mehr jüngere Leute mit wachsendem Zugang und größerem Interesse an diesen Techniken in die Firmen gehen, desto mehr verbreitet sind dann auch diese Techniken. Und so haben wir auch beispielsweise in sehr jungen Unternehmen oder Startups durchaus oft die Antwort bekommen, dass diese Techniken dann durchaus bereits eingesetzt werden. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass die Simulation auch das sinnvollste Tool im Rahmen der Ausbildung bzw. des Drohneneinsatzes ist, weil sie einfach das Risiko minimiert. Dennoch sind hier weiterhin vor allen Dingen wünschenswert, dass sich Simulation und VR technisch weiter verbessern und dass die Simulationsprogramme auch bezahlbarer werden, gerade für kleinere Unternehmen. Kurz noch zu den Ergebnissen
der Verbände, die wir befragt haben. Wir haben über 40 Verbände vorwiegend regional kontaktiert und haben hier die Informationen bekommen, die sich auch mit dem gedeckt haben, was wir vorher gesagt haben. Ich gehe jetzt nur einmal kurz drüber. Auch hier wird eben der Einsatz von Drohnen als wichtig erachtet. Das Interesse ist durchaus da, die Berührungspunkte noch nicht so, aber da wäre auf jeden Fall auch im Rahmen eines Nachfolgeprojekts für uns die Möglichkeit, auch hier weiter tätig zu werden. Kurz noch als letzte Folie ein Ausblick auf unsere Visionen, die wir haben, auch im Rahmen des Projektes UFO. Wir wollen ein innovatives Training von Drohnensteuerung mithilfe von spezifischen Simulationen. Die Standardisierung von praxis- und missionsorientierter Drohnenausbildung für die Drohnenpiloten, also Module, Praxis, Simulation und so weiter, auch insbesondere im Hinblick auf die neuen europäischen Vorschriften. Die Integration von Simulation und VR vorantreiben, den BVLOS-Flug vorantreiben, die Einbindung von AR-Grafikelementen ermöglichen, bei technologischen Anforderungen mitentwickeln und die Schulungsformen oder diese Ausbildungsmodule auch übertragbar machen auf andere autonome Systeme. Das war's. Wenn jemand Fragen hat. Erstmal herzlichen Dank.